Okay, liebe Leute, damit willkommen zurück hier bei Bioshock 2. Wir müssen die zweite Little Sister umbringen oder retten, je nachdem. Und der sollte hier drin sein. Da ist sie. Schnapp sie dir. Oh. Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. Nö. Aber wir holen uns erstmal hier Munition. Okay. Nice. Okay, was hätte ich... Flintenkugel. Okay. Ich hätte gern ein paar Nieten. Granaten wären noch irgendwie ganz geil. Okay, passt. Oh, wir könnten die Kamera noch hacken. Ich glaube, das werden wir machen. Fallenschwer, Film, Antiperson, Auto-Hack-Pfeil. Hä, die reagiert ja gar nicht. Okay. Fallniete. Ey, geh's mal aus dem Weg, bitte. Geht drauf. Nein. Nein. Komm, bitte. Oh ja, komm. Nice. Na, komm her. Wir werden einmal ausbeuten. Hoffentlich kommt jetzt Big Mama schon wieder. Bitte jetzt kein Schrei. Bitte. Yes, 160. Das bin ich. Ich habe Stanley zur Rede gestellt. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. Oh! Ja, das war dein Todesurteil. Was du da mit meiner Tochter gemacht hast. Okay, ich bräuchte irgendwie Geld und Munition. Haben wir hier ein bisschen was? Schaut nicht so gut aus. Genbank habe ich auch nicht. Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Ja, war ein Fehler, sich mit mir anzulegen. Oh, Geschenk. Was haben wir hier? Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe es schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck. Ich möchte eigentlich gerne wieder aufs Land und hier weg. Okay, Bohrer-Spezialist. Wer braucht Waffen, wenn er einen Bohrer und eine nahezu unendliche Auswahl an Plasmiden hat? Senkt den Preis für Plasmide deutlich, schränkt aber die Waffenauswahl auf Bohrer, Hack und Werkzeug. Na, das machen wir in der Datenbank. Da gibt's noch was zum Anhören. Ryans Leute machen Dampf. Ich soll beweisen, dass der Laden hier eine verkappte Kommune ist. Aber ich brauche Zeit. Und Lambs Kleine starrt mich dauernd an, als wüsste sie, dass ich ein V-Mann bin. Oh, was? Ich denke aber immer an diesen Johnny Topside. Schon richtig Mumm dazu, Rapture zu entdecken, wie es ihm damals gelungen ist. Es fällt mir leichter durchzuhalten, wenn ich mir vorstelle, ich wäre er. Gut, dass ich damit nicht zu Lärm gehen kann. Die würde wahrscheinlich sagen, ich hätte das unbewusste Bedürfnis, in seine Arme zu sinken und mit ihm rumzumachen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich in den Armen von Johnny Topside.
Okay, schauen wir mal, wo. Wir müssen jetzt da einmal durch den Gang durch und dann noch hier nach hinten. Und dann soll es das hier gewesen sein, rein theoretisch. Ich hoffe einfach nur, dass die Big Mama nicht Adam ist wiederkommt. Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Eleanor. Denk an das Genie, das du ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. Fangen wir damit an, dass sie es gar nicht verdient hat. Dass du sowas mit ihr gemacht hast. Gesundheitsstation. Spritzen. Ich glaube, ich war hier drin noch gar nicht, oder? Bot Notfallstation. Gesundheit. Ja, bitte einmal hacken. Dankeschön. Okay, ich glaube hier, das ist. Ah, das kostet mich immer Eve, wenn ich das mache. Und ich bin wieder betrunken. Ah, shit. Komm. Was habe ich da normal? Bist ein großer Bub. Du hältst das aus. Nächste Tür rechts nach der Gesundheitsstation. Also, nachladen wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich habe im Internet mal so Konzeptart gesehen zu Bioshock. Die sind noch mega geil. Ich glaube, der hat es auch hier im Menü. Das könnte man sich mal angucken. Nice. Okay. Hier gehen wir auf Heckpfeil. Sehr gut. Ob wir den Big Daddy hier rauskriegen? El Bandito. Gratis Munition, bitte. Gib, gib. Ach, oh, nein. Oh, komm. Speer. Okay, wir sind schon voll da. Was ist das? Triton Kino. Ah, ich war schon lange nicht mehr im Kino. Es wird doch bestimmt nicht so. Oh. Hier ist man hypnotisieren. Elektrobolt. Nice. Kontaktmine. Was haben wir hier? Mondschein Absinth. Alles klar. Aktentasche, Verbandskasten, Eve-Spitze, 25 Dollar. Nice. Ein Heilmittel. So, drei. Dann hätte ich noch gern einmal Verbandskasten. Möglichst viel Lau. Okay, wie ist das jetzt aufgebaut? Ah, wir können da eigentlich straight durchgehen. Ich hätte gern einen neuen Bot. Moin. Hätte ich gern zwei Bots. Wo ist eigentlich der zweite? Durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Eine wahre Utopistin. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Wenn sie sich erhebt, werden wir wie Hunde erscheinen, die sich knurrend in der Nachgeburt winden. Es ist so gut. Okay, haben wir hier sonst noch Gutes? Nö. Haben wir eigentlich alles schon. So, kommt's mit, ihr beiden. Wir müssen mal beim Big Daddy Hallo sagen. Oh, da ist ein Verbandskasten noch, falls ich meinen brauchen sollte. Da ist sie. Die kleine Göre will wohl auch mal auf einem Bild sein. Richtig niedlich. Schalt ihren Bodyguard aus und kümmere dich um sie.
Naja, macht das mal hier die Gegner fertig. Na komm. Ja, komm, greif ihn an. Oh! Und auch so einer gleich noch. Ah, komm. Ach was! Auch noch gegenseitig. Oh. Aber mich angreifen ist ein bisschen uncool. Scheiße, ich wollte eigentlich nicht mit Fallenliegen arbeiten. Also nicht bei ihm da jetzt. Okay. Dann, komm mal her. Wo ist er? Scheiße. Scheiße. Andere Waffe. Scheiße. Scheiße. Halt. Nice. Sehr gut. Kann ich dich mitnehmen? Ja, bisschen lang. So, Little Sister. Ausbeuten. Und jetzt wird vermutlich Big Mama wieder kommen, weil es wieder die zweite Sister ist. Vermute ich mal. Dankeschön. 160. Als ich weg war, Vater, ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Das andererseits war's. Ist doch eh jetzt kaum noch der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich habe die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Okay, wir werden mal schauen, ob wir hier noch ein paar Secret Goodies haben. Delta, unser Interessenskonflikt scheint Eleanor zu belasten. Wow! Ihretwillen habe ich diesen Männern klargemacht, dass du nicht leiden sollst. Ich übernehme die volle Verantwortung für jegliche etwaige Verärgerung deinerseits, bevor du stirbst. Doc Lam macht Dampf, Chef. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen. Ja, ist eine gute Idee. Aber zuerst schauen wir hier noch mal ein bisschen. Oh! Hypnotisierten Elektrobolt. So. Ah, die zwei Wortswelt. Ah, seht ihr? Haben wir wieder was zum Anhören. Das Genie Sophia Lamps liegt in ihrer Empathie, ihrer tiefen Moralität. Ich kann sie nur als eine Art weltliche bezeichnen. Aber indem sie ihr Mitgefühl gleichmäßig über die ganze Welt verteilt, kommt stellenweise so wenig davon an, dass mancher es nicht mehr wahrnimmt. Liebe ist als Begriff zu schwach dafür. Selbstverständlich ließ man sie verhaften. Er übergab sie Sinclair. Er sollte sie irgendwo wegsperren. Aber sie floh und brachte die Stadt an sich. Das hat mein Leben für immer verändert. Okay, einer ist da noch. Na, komm her. Will einfach weglaufen hier. Oh, guten Tag. Oh, fuck. Das war jetzt ein bisschen zu viel.
Ah, aber von hinten. Na, wo? Wo, 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 wo? Okay. Also einmal Eve, Gesundheit. Ich hätte gern Medikit. Dankeschön. Was war denn hier alles Schönes? Hm, hab aber bestimmt mal eine schöne Aussicht hier gehabt. Schubbox. Kann ich da einen Song auswählen? Okay. Yes. Aber darf ich eh nicht lange zuhören. Content Strike bis zum geht nicht mehr. Schrot, haben wir alles. Chips brauche ich nicht. Mehr Geld. Was ist das? Wie hacken? Ach man! So. Ah, das gibt's doch nicht! Komm! Also manchmal habe ich das so meine Momente. Und was haben wir jetzt hier Schönes? Und Save. Und Besucher. Geil. Back, 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 back. Alter! Alter, die haben es ganz schön in sich. Hältst du nicht? Das war der Todesurteil, ins Wasser zu gehen. Jemand? Ich will doch nur mein Zeugs hier mal angucken. Also, Munition, First Aid Kit, Mondschein, Absinth. Was? Pokern lernen? Hören wir mal rein. Du musst pokern lernen, Eleanor. Wie jeder andere auch habe ich Fehler. Unter anderem einen genetisch bedingten wilden Hang zum Konkurrenzdenken. Was? Aber jeden Samstag studiere ich meine Mitspieler und picke mir einen heraus, der am meisten von einem Sieg profitieren wird. Ich sorge dafür, dass er am Ende mit meinem gesamten Einsatz nach Hause geht und dem der anderen. Ich gewinne nichts als das Gefühl, mich selbst zu besiegen. Bei den anderen Spielern werden die Vermögensverhältnisse ihren Bedürfnissen entsprechend umverteilt. Und da kommen schon die Nächsten. Ach man, ich sollte das mit den Saves halt echt lassen. Ah, Nummer 2. Kommst du oder lass du mich in Ruhe? Komm, bleib am Leben und bleib da hinten. Bleib da hinten, bleib da hinten, bleib da hinten. Na. Schade. Gut, ich kann dich hacken. Okay. Wir sind eine gute Sache hat. Ah, ich will in den Safe da rein. Ich probiere es jetzt noch. Ich tue jetzt erstmal speichern. Und dann probieren wir es nochmal, dass wir hier reinkommen. So, komm. Jetzt. Nein! Nice, jetzt ist er offen. Oh, cool. Was kriegen wir? Fallensperr, Raketensperr, Kontaktlinie. Naja. Okay, Abmarsch. Wir gehen bei der Station und gehen hier weg. Mir gefällt es hier überhaupt nicht. Haben wir hier noch ein paar Goodies? Oh, Bandagen. Nice. Ja, Kinoverführung war irgendwie nicht so geil. Schwere Nieten. Ob da noch irgendwo so ein Abfangkomitee auf uns warten wird? Oh ja. Ja, wobei, wir machen mal einen Abflug auf den direktesten Weg dahin. Mag hier nicht sein. Ich wäre gern, wo es hell wäre. Und schön warm und trocken. Ich weiß seit Jahren von Stanleys Verrat hier. Und ich hatte ihm vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat.
Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Was denn nicht? Lärm hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Tut mir leid. Nein. So, Lam ist also ausgebrochen und kommt zurück. Wow. Ey, immerhin okay. 28 Dollar. Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten hier unten sagen. Ein paar, die ich kenne, haben die Sache mit Eleanor gesehen und wer weiß, wer was weiß. Diesmal lügt Mutter nicht, Vater. Er hat uns das wirklich angetan. Uns beiden. Also ich hoffe, ich werde von beiden hier nicht beschissen. Das war natürlich der Mega-Plot-Twist. Okay, dann fahren wir mal. Und hoffen, dass er bei nichts schief geht. Bin mal gespannt, was jetzt die nächste Station ist. Fontaine Futuristics. Das klingt nach einer Ausstellung. Oder irgendwie so ein Forschungslabor. Schauen wir mal. Ah, es ist echt schöne Musik. Oh, wir sind schon da. Keine Animation. Hier wären wir, Schatz, wenigstens normal aus. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Okay, also das soll heißen, wir nähern uns jetzt hier dem Ende. Was? Achtung, bitte Ausweis bereithalten. Na, ich habe leider meinen daheim vergessen. Gibt's hier Goodies? Ja, nicht allzu viel. Okay, ja, ich würde sagen... Okay, bevor ich das sage, was ich sagen möchte... Ah, hier drin gibt's wieder mal gar nichts. Wo wird's denn hier weitergehen? Also, bevor wir jetzt hier reingehen und dann vermutlich Mrs. Slime treffen, würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Bisschen früher, aber dann sehen wir uns bei der nächsten Episode und ist vielleicht die letzte. Mal schauen, was noch alles auf uns zukommt. Also, bis dann, tschüss und macht's gut.